die Beine nicht ansprach. Du? Gerade hinter der Kamera kam gerade vor, du brauchst die Beine nicht mehr anspannen. Alter, du brauchst heute gar nichts mehr machen. Du bist der Gesamtsieger der internationalen deutschen Meisterschaft 2019 in Bochum. Das Ding hast du erstmal. Vielen Dank. So, bist du auch mit dieser Einstellung heute hergekommen oder wolltest du eigentlich drüben Fußball gucken? Ich bin gekommen, um den Gesamtsieg zu holen. Nicht nur den Klassensieg, sondern den Gesamtsieg. Das war mein Ziel. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Und ich habe zum Glück, dass ich so ein riesen Team hinter mir habe, das mich unterstützt. Dann hat alles gut super geklappt. Zum Glück. Ja. Hast du schon mal Rocky gesehen, den Film? Ja, klar. Da gibt es das Sprichwort, er hat die Augen des Tigers. Du bist jetzt Gesamtsieger und man kann ihm immer noch anerkennen, der würde am liebsten noch einen Gesamtsieg abholen. Ich will noch mehr, auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr ansteht. Da wird erstmal ein bisschen mehr Muskeln draufgepackt. Und dann gehen wir auch in die Männer 5. Warum mehr Muskeln? Weil ich auf viele Muskeln stehe. Und? Weil es ja in Männer 5 auch einen Gesamtsieg, so einen Klassensieg gibt, ne? Den wird es ja dann auch nochmal. Also willst du alle Klassen mitmachen. Wie machst du das bei Männer 1? Nee, das nicht. Also wenn dann super Schwergewicht. Das war eigentlich mein Ziel auch dieses Jahr. Hat leider nicht funktioniert. Ich bin ein bisschen, hab ein paar Kilo mehr verloren und bin dann in die Männer 4 gerutscht. Ja, und eigentlich hat das gut funktioniert. Ja, das spricht alles für sich. Danke. Jamal, jetzt nach diesem Sieg, ich denke mal deutschlandweit, ist eigentlich soweit alles abgegrast. Genau. Wann, nicht ob, sondern wann sehen wir dich international? Also ich denke, angepeilt ist jetzt, denke ich, Oktober, November nächstes Jahr Dennis James Classic. Aber wer weiß, was dazwischen kommt und muss man sich erstmal qualifizieren und Gas geben. Gucken, wie die Form ist. Ich würde sagen, die richtige Familie, sprich Freunde, Fanbase, hast du auf jeden Fall hinter dir. Auf jeden Fall. Mach ganz entspannt schon mal. Wir wünschen dir viel, viel Glück, viel Erfolg auf jeden Fall. Geiler Typ, geiler Athlet. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht dir noch einen schönen Abend hier in Bochum. Und ihr hört jetzt mal, was ein Gesamtsieger so alle zu hören kriegt. Jamal!